Dann einen herzlichen guten Morgen. Dann beginne ich jetzt einfach mal. Genau, Türen sind ja offen, falls noch wer kommen möchte. Mein Name ist Caroline Rautenberg, 26, und ich komme heute aus der Wirtschaft. Also jetzt ist das erste Mal, habe ich ja jetzt gelesen, dass die Bits und Bäume Leute aus der Wirtschaft einlädt. Und meine Mission heute ist ein bisschen, man sieht es hier oben dran, Thema Praxis. Wir haben eine Cloud-Lösung mitgebracht, aber es soll insgesamt eigentlich um das Thema gehen, wir als Eigenherd, und ich sage gleich noch ein bisschen dazu, wo das herkommt. Was erleben wir eigentlich gerade im Markt und in der Praxis zum Thema Nachhaltigkeit? Weil das eine ist ja immer dieses Diskutieren, dieser Aktivismus, der nötig ist, und das andere ist ja immer, was treibt der Markt jetzt eigentlich parallel zu dem, was wir hier eigentlich alles diskutieren und tun? Und wie können wir als Unternehmen zum Beispiel anderen Unternehmen helfen, nachhaltiger zu werden oder den ersten Schritt zu tun? Darum soll es heute so ein bisschen gehen. Und ich habe euch ja mal so eine kleine Journey für heute mitgebracht. Also ich werde mich gleich nochmal mit Eigenherd und Salesforce ein bisschen vorstellen, wer das noch nicht kennt, aber so ein bisschen unter dem Aspekt, wie sind wir selber jetzt eigentlich auch nachhaltig aufgestellt? Wir werden ja als Softwareunternehmen zum Beispiel klimaneutral. Und dann wird es so ein bisschen um das Thema gehen, CSRD, also gesetzliche Berichtspflichten. Also keine Angst, ich werde auch gleich nochmal fragen, wer das kennt, damit ich weiß, wo ich da ein bisschen ansetze, wem das schon wie bekannt ist, weil wir einfach festgestellt haben, das sind wichtige Treiber. Dann wird es so ein bisschen aus der Praxis gehen, also der Hauptteil wird so ein bisschen sein, okay, wie reagieren Unternehmen darauf, welchen Herausforderungen stehen sie damit ganz konkret? Und was erleben wir zum Beispiel in ausgesuchten Branchen so ein bisschen an Herausforderungen? Und hier wird es dann auch in dem Teil, hat eine Kollegin für uns von Salesforce eine kleine Demo vorbereitet. Das heißt also, wir haben so 7 Minuten Zeit, auch nochmal in diese spezielle Lösung, die Netzeo Cloud, reinzugucken. Es soll jetzt nicht um so eine Produktwerbung gehen, aber es soll einfach mal darum gehen, dass ihr einfach einen kleinen Einblick bekommt in, wie sieht so ein Tool jetzt ganz praktisch aus, was gerade am Markt auch verkauft wird und eingesetzt wird. Und dann haben wir noch so ungefähr roundabout 5 bis 7 Minuten, wo wir so ein bisschen kurz diskutieren können, wo ihr Fragen stellen könnt. Mal sehen, wie die Zeit ist, vielleicht sogar hoffentlich noch ein bisschen mehr, aber das ist so ungefähr die Roadmap für die nächsten 40 Minuten, die wir zusammen haben. Genau. Wo komme ich her? Also ich habe ja gerade gesagt, aus der Wirtschaft Eigenherd, was verbirgt sich dahinter? Wir sind Implementierungspartner für Salesforce, und Salesforce selber ist ein Customer Relationship Management Tool. Das heißt also, es ist ich glaube, mittlerweile eines der größten Softwareunternehmen. Wer SAP kennt, das gehört so ein bisschen in die Sparte mit rein und hat mittlerweile cloudbasiert, Plattform, viele Lösungen im Einsatz. Hat mal gestartet mit 360 Grad ein Kunden abbilden, mit sämtlichen Daten, die so zu einem Kunden gehören. Hat mittlerweile auch so Services im Einsatz und hat jetzt seit 2019 mal angefangen, selbst Emissionen zu erfassen für sich und so ein kleines Tool gebaut, wo man zum Beispiel Carbon Accounting drauf machen kann. Also man kann einzelne Emissionstreiber aus dem Unternehmen dort abbilden, mit Emissionsfaktoren switchen und mappen, und am Ende kriegt man einen Carbon Accounting oder einen Fuß oder einen Carbon Footprint raus für sein Unternehmen. Also so und so viel CO2-Tonnenäquivalente habe ich verbraucht. Die haben sie dann an den Markt gestellt, und jetzt seit Februar 2022 ist dieses Tool quasi noch größer und als eigenständiges Produkt wirklich erhältlich im Markt, damit eben auch andere Unternehmen diesen Weg gehen können. Und wir als Eigenherd sind quasi, wenn man sich vorstellt, Salesforce, man kauft jetzt als Unternehmen diese Softwarelösung. Und das ist wie, wenn man zum Schneider geht und kriegt erstmal ein Stück Stoff. Und dann muss jemand oder kommt ein Partner wie wir zum Beispiel und schneidern aus diesem Stoff dann eben den Anzug, der dann zu dem Kunden, zum Unternehmen passt mit seinen Prozessen. Und das machen wir jetzt auch. Also seit 2019 haben wir als Eigenherd selbst eben die Sustainability Cloud im Einsatz, die jetzt Netzio Cloud heißt, diese Nachhaltigkeitslösung, und haben uns eben dann als Ziel gesetzt, wir wollen einerseits Vorbild sein, also wir erfassen damit selbst unsere Emissionen, und in so einem Softwareunternehmen oder als Berater zum Beispiel bei uns, wir produzieren ja nichts. Unsere größten Treiber sind dann zum Beispiel, wie wir jetzt dank dieser Cloud halt identifiziert haben, Dienstreisen tatsächlich. Also wir haben viel Homeoffice, das heißt also auch Arbeitswege schlagen bei uns nicht rein. Wir sind recht klein, wir haben 60 Mitarbeiter, das heißt also auch sozial können wir das alles ganz gut überblicken. Aber dann haben wir festgestellt, im Jahr 2020 zum Beispiel ist einer unserer Geschäftsführer nach San Francisco geflogen, weil es eine große Konferenz von Salesforce gab. Und das hat unseren Gesamtfootprint einfach mal verdoppelt in dem Jahr. Also was wir
sehr gut machen können und einschränken können und handeln können. Und das nach dieser Cloud eben als Vorbild ist, wir können unsere Dienstreisen zum Beispiel grün gestalten und dann zum Beispiel Bahncards verteilen, um Mitarbeiter eben zu sagen, hey, unsere Reisepolicy ist kein Auto und auch bitte überhaupt nicht fliegen, gerade auch nicht Inland, aber nimmt zum Beispiel hier mal die Bahncard und dann könnt ihr eben grüner reisen. Also da gibt es ganz viel intern Advocacy bei uns zum Beispiel. Und was auch noch ein großer Treiber ist, der uns jetzt indirekt nur betrifft bei Softwareunternehmen, ist natürlich das Thema Datencenter. Es gab jetzt vor 2 Wochen mal einen Artikel von Google, wo die gesagt haben, über Nacht haben wir unseren gesamten Carbon Footprint für das gesamte Unternehmen einfach mal verdoppelt. Und das war, weil die dann nämlich die Datencenter mit reingenommen haben. Und wenn jetzt zum Beispiel bei AWS seine Daten hostet, da muss man ja gucken, wie betreiben die das eigentlich. Sind die jetzt 100% Grünstrom oder nicht? Und wir hosten halt über genau die Server von Salesforce, die jetzt gesagt haben, okay, wir wollen das 2030 da komplett grün sein. Das heißt, wir haben da nur so einen indirekten Einfluss, aber auch das ist uns natürlich bewusst, das gehört zum Softwareunternehmen dazu. Und das konnten wir jetzt eben alles sehen und sind jetzt eben dabei, Emissionen viel zu kompensieren im Moment. Wir arbeiten jetzt daran, sie eben zu reduzieren und haben uns jetzt halt dazu gesetzt, mit dieser neuen Cloud wollen wir Wegbereiter werden. Das heißt also, wir wollen jetzt eigentlich, dass andere Unternehmen auch so, salopp gesagt, aus dem Knick kommen und jetzt wenigstens mal anfangen, digital zu werden. Wir haben jetzt ja eh die Digitalisierung als einen Megatrend. Verbinde es doch mit Nachhaltigkeit als Megatrend. Und nimm diese Lösung, um wenigstens zu sehen, wo stehe ich überhaupt? Welche Emissionen habe ich überhaupt? Wie sieht es sozial aus in meinen Lieferketten? Und das ist so ein bisschen, wo ich jetzt herkomme, wo wir jetzt hier sind und gesagt haben, wir wollen ja heute herkommen und mal ein bisschen erzählen, was sehen wir im Markt gerade jetzt als diese Wegbereiterrolle? Wie ist jetzt die Erfahrung in den ersten 6 Monaten gewesen? Und auch ein bisschen mitzunehmen, okay, wie können wir da jetzt vielleicht noch mehr Engagement irgendwie rausholen? Das bringt mich auch zum nächsten Punkt und ich würde jetzt einfach mal gerne mit Handzeichen abfragen, wem sagt denn CSRD etwas und Lieferkettengesetz? Okay. Ja, genau. Also ich sehe ein paar, die unten sind. Dann fange ich mal ein bisschen grob an und versuche mal so ein bisschen alle abzuholen. Genau, CSRD kann man natürlich nicht essen, sondern CSRD steht für Corporate Sustainability Reporting Directive. Und ist von der EU im Rahmen des EU-Deals eine erlassene Gesetzgebung, ein sogenannter delegierter Rechtsakt, der dann für 2025 so in Kraft tritt, dass dort die ersten Berichte gestellt werden müssen. Und in diesem Green Deal der EU geht es ja darum, dass wir 2050 klimaneutral sein sollen in der EU und bis 2030 50% unserer Gesamtemissionen eben reduzieren sollen. Jetzt hat die EU sich aber gesagt, dass ist ein gutes Ziel, das müssen wir natürlich jetzt irgendwie operationalisieren, wir müssen ins Handeln kommen und hat eben ein Gesetz erlassen oder daran gearbeitet, dass einen der größten Treiber mit oder einen der größten Verantwortlichen, nämlich die Wirtschaft, mitnehmen soll. Und die haben jetzt gesagt, CSRD steht dafür, dass wir eine nicht finanzielle Berichterstattung haben und in Unternehmen ist ja so, ich habe ja den Lagebericht und da muss ich ja jetzt schon Zahlen bilanzieren eben, zum Beispiel zu meinen Umsatzerlösungen, zu meinem Betriebsumlaufvermögen etc. Und in Zukunft sollen diese nicht finanzielle Berichterstattung, also alles, was zum Beispiel Emissionen betrifft, soziale Treiberunternehmen besteht, Resilienz, also mein Geschäftsmodell, nach doppelter Wesentlichkeit, also ich als Unternehmen, welchen Einfluss habe ich auf das Klima und meine Umwelt? Und was hat die Umwelt und das Klima für einen Einfluss auf mich? Welche Risiken und Chancen habe ich aus dem Klimawandel heraus? Habe ich aus dem gesamten, ja auch sozial gerechte Transformation heraus, welche Verantwortung habe ich und was ist mein Impact eigentlich? Es ist jetzt so, dass das jetzt für 2025 in Kraft tritt, hier steht jetzt 2024 drauf, weil, und das werden wir gleich sehen, was viele Unternehmen vergessen, wenn wir mit ihnen jetzt sprechen, ist, das bedeutet, du musst 2024 schon anfangen, die Daten zu erfassen. Und das heißt nicht 2024 erst irgendwie Gedanken machen, wie geht das, sondern das hast du dann schon am besten fertig. Weil ab 2024, ab dem 1.1. muss schon bilanziert werden, genau diese Zahlen hier. Es gibt diese Berichtspflicht tatsächlich schon, also es gibt sogenannte NFRD, Non-Financial Reporting Directive, die ist jetzt, ich glaube 2 Jahre müsste die ungefähr alt sein, die für Kapitalgesellschaften ab 500 Mitarbeitern gilt. Das heißt also, die großen Konzerne bei uns, die erfassen eigentlich schon, aber die erfassen wild. Also es gibt keinen Standard dafür, wie nicht finanzielle Berichterstattung aussieht. Und das hat natürlich dazu geführt, wenn man sich vorstellt, ich bin Unternehmen
Ich muss jetzt erfassen, ich habe einen Lagebericht und das zieht natürlich Investoren an. Die gucken ja, ob sie in mich investieren. Grün wird immer wichtiger. Da schreibe ich ja nicht rein, dass meine Emissionen vielleicht schlecht sind irgendwo. Da schreibe ich ja auch nicht rein, dass meine Lieferketten vielleicht nicht ganz transparent sind. Da schreibe ich höchstens rein, dass ich gerade mein gesamtes Catering vegan umgestellt habe. Sorry, aber wenn ich produziere, dann ist es nicht, also dann ist veganes Catering gut, dann ist das echt cool, aber das reduziert nicht, das ist nicht mein Treiber. Das ist nicht das, was mich grüner macht. Und jetzt hat die EU gesagt, da machen wir jetzt einen Cut, da stoppen wir jetzt. Wir machen erstmal, ziehen wir das jetzt runter auf viel mehr Unternehmen. Und die EFRAG, das ist eine Behörde, die arbeitet Standards aus für die Gesetzgebung, die hat jetzt gesagt, so, wir legen jetzt fest in genauen Clustern nach ESG, also nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien, was müsst ihr eigentlich erfassen und wie muss es erfasst werden? Und am Ende steht hier sogar, und das ist das Interessante für heute, es muss ein digitaler Bericht sein, also rüberfaxen geht hier nicht mehr. Das Ganze kommt jetzt als Paketlösung zusammen mit der EU-Taxonomie, die es seit 2021 schon gibt. Und die EU-Taxonomie ist so ein bisschen das Quantitative dazu. Also ich muss jetzt, oder das definiert erstmal, was sind nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten? Also was in meiner Wertschöpfungskette kann ich als nachhaltig bezeichnen? Und welchen Anteil hat jetzt das Ganze an meinen zum Beispiel Investitionen oder Umsatzerlösen? Also dieses CAPEX, OPEX, Umsatzerlöse, also welchen Teil hat es in meiner sowieso schon finanziellen Berichterstattung? Und dann hat man eben hier, so möchte das die EU haben und die EFRAG ist gerade dabei, die hat jetzt die ersten neuen Cluster offengelegt, die können jetzt öffentlich eingesehen und bewertet werden von der Wirtschaft, bevor sie dann umgesetzt werden. Und insgesamt diese Paketlösung soll jetzt eben hier dazu beitragen, dass Unternehmen eben transparent, nicht finanziell sich darstellen und wir, die investieren möchten oder interessiert sind, eben gucken können, hey, wie sozial gerecht ist deine Transformation, wie hast du oder stehst du eigentlich im Klimaschutz? Jetzt gibt es noch eine ganz kleine Besonderheit, das spielt jetzt hier auch ein bisschen so in CSRD mit rein. Es gibt jetzt das, ab nächsten Jahr, das sogenannte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, also sehr kurz LKSG. Und das bedeutet in das nationales Recht, das ist für Deutschland jetzt speziell, soll aber auf die EU dann auch ausgeweitet werden als Vorbild. Und das sagt jetzt eben, man kann das jetzt vielleicht aus dem grünen Knopf, wenn das was sagt, oder aus der Textilbranche, da war es ja viel diskutiert, jetzt müssen Lieferketten offengelegt werden. Das heißt also, ich muss einerseits zeigen, welche Lieferanten habe ich. Ich muss die ranken können, das heißt also, ich muss sehen können, wie sind die aufgestellt? Ist es ein Risikolieferant? Ich muss meine Produktions- oder Beziehungsorte offenlegen, also kommen die aus einem Hochrisikogebiet. Wir hatten mal das Beispiel Cashewkerne. Cashewkerne werden in Afrika, dann zum Beispiel an den Küsten, ich glaube Ostafrika war es, werden die geerntet und sie werden aber gerne von Frauen geerntet. Und es passiert leider nicht selten in diesen Ländern, dass auch schwangere Frauen Cashewkerne eben ernten. Und sowas ist ein klassisches Hochrisikogebiet und beziehungsweise jetzt nicht vom Virus gesprochen, aber eben aus einer Lieferkette. Sowas muss ich dann natürlich flaggen und muss es dann auch reporten und aufzeigen, hey, ich muss hier aufpassen, welche Lieferanten ich habe und ich muss ja ganz besonders auf Menschenrechte gucken, weil ich bin betroffen von so einem Gebiet, wo das oft passiert. Und ganz neu ist auch eben, es muss so ein Beschwerdesystem geben. Das heißt also, auch hier hilft es dann natürlich, mit digitalen Tools zu arbeiten, weil jeder, der bei mir arbeitet und ist dann noch, also der blöd gesagt kleinste Fabrikarbeiter, muss bei mir das Recht haben, eine Beschwerde einlegen zu können und die muss bis hoch zum Management, muss die ankommen und bearbeitet werden, weil jeder kann und muss Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel in der Lieferkette reporten können. Und wer weiß, wie die teilweise Produktionsbedingungen in solchen Fabriken zum Beispiel sind in Bangladesch, wo mal eine eingestürzt ist, ist halt echt wichtig, dass sowas auch ankommt und dass es auch etabliert wird. Und das ist jetzt so ungefähr die Gesetzeslage, die jetzt gerade so am Markt ein bisschen vorherrscht. Und das treibt jetzt natürlich die Unternehmen um, weil zum ersten Mal müssen sie eben solche Zahlen berichten und müssen sie in den Lagebericht integrieren. Und das bedeutet, und jetzt wird es richtig interessant, ein Wirtschaftsprüfer guckt am Ende über auch genau diese Kennzahlen und die werden gleich bewertet, zum Beispiel wie meine Bilanzsumme am Ende. Das heißt also, es gibt auch richtig Strafen, wenn eben nicht berichtet wird. Und das bringt uns jetzt eigentlich zum großen Thema, wie reagieren Unternehmen darauf, was passiert da jetzt eigentlich am Markt? Und was wir jetzt festgestellt haben, deshalb habe ich das mit 2024 nochmal gesagt, also sie wollen alle irgendwie Carbon Accounting machen. Der Klassiker ist ja, wir nehmen jetzt mal einen Werkstudenten und jetzt mach doch mal irgendwie eine Excel-Tapete auf und jetzt guck mal nach.
Und stellen dann irgendwann fest, so Scope 1 und 2, ich kann gleich nochmal erklären, was das ist, und wir reden jetzt nur von der Emissionserfassung, also nur von Carbon Accounting, noch nicht mal vom Sozialen, und stellen jetzt fest, ja, also Scope 3 ist jetzt ziemlich kompliziert, weil Scope 1 und 2 sind so direkte Emissionen. Scope 1 ist alles, was ich verbrenne, ganz klassisch in meiner Produktion. Ich verbrenne irgendwie oder herstelle etwas her, dabei entstehen Abgase, zum Beispiel von Autos oder auch. Das ist Scope 1 nach GHG-Protokoll. Die haben das mal so festgelegt als international anerkanntes Protokoll dafür. Scope 2 sind so, wenn ich Energien verbrauche, wenn jetzt hier der Strom oben zum Beispiel, den wir jetzt verbrauchen, hat Emissionen, das ist Scope 2. Und Scope 3 ist alles, was sonst noch im Up- und Downstream der Geschäftsprozesse ist, also zum Beispiel Transporte meiner Materialien zu meinem Werk, dann wieder zum Kunden hin, zum Beispiel ist Scope 3, Arbeitswege, wie wir das bei uns haben, und Dienstreisen sind Scope 3. Scope 3 sind aber zum Beispiel auch bezogene Materialien für meine Produktion. Und man sich jetzt vorstellt, gut, ich kann noch Emissionsquellen in Scope 1 und 2 erfassen, ja, mein Auto und meine Fabrik. Und dann fange ich an, aufzuclustern in einer riesen Excel-Tabelle, wie viele Lieferanten, wer hat welches Material geliefert, welcher Mitarbeiter ist wohin geflogen. Dann kommt man irgendwann bei Excel-Tabelle 1350 an und stellt fest, nee, so funktioniert es nicht. Das heißt also, die großen Treiber, die jetzt eigentlich da sind, sind eigentlich unten, ich habe es mal zusammengefasst, diese drei Fragen. Wo kommen, und jetzt nur für Emissionen gesprochen in dem Beispiel, wo kommen meine Daten, Emissionsdaten eigentlich her? Habe ich sie schon im System? Da muss ich vielleicht Integration fragen. Ich brauche ja nicht alles manuell eingeben lassen. Wie werte ich diese Daten überhaupt effizient aus? Also jetzt habe ich irgendwie hunderte von Daten und irgendwie brauche ich ja ein Dashboard, irgendwas Visualisiertes, das mir eben zeigt, okay, das ist das Gap, dort muss ich handeln. Das ist der große Treiber, nicht das Catering, sondern es ist Fabrik A-13 zum Beispiel, weil exakt dort wird ein Halbleiter produziert. Und das ist eine Risikolieferkette und der hat richtig Emissionen in der Produktion. Und dann ist das Thema noch, wie nutze ich sie im Geschäftsprozess, weil ich komme aus der Wirtschaft und wir erleben es, man kommt Unternehmen nicht mit, hey, du musst deinen Part machen im Klimawandel. Es ist seltener, dass direkt nur darauf reagiert wird. Viele wollen das auch intrinsisch, aber letztendlich ist eine große Frage, wie kann ich diese Nachhaltigkeitsdaten vielleicht noch weiter sinnvoll nutzen? So, um sie zum Beispiel auf Produkte zu drucken und eben sich zu platzieren und sagen, hey, das ist mein Produkt. Oder zu sagen, ja, in der Investition, kommt doch zu mir. Oder um zum Beispiel zu sagen, Energiekrise, ich erfasse Energieverbräuche als Emission, also sehe ich ja auch meinen Energietreiber und dann sehe ich ja auch zum Beispiel, welche Gebäude gedämmt werden können, wo ich noch mehr Solar machen kann und all diese Dinge. Und dann kann man nämlich auch in der Wirtschaft argumentieren, hey, das ist eine richtige Chance, wenn du hier Nachhaltigkeit machst, weil es hat ganz viele andere Bereiche, die du damit akzelerierst. Genau, ich habe es hier oben schon mal angesagt, also Datenaufbau und Konsolidierung, noch mal kurz rüber zu gehen. Also was wir hier zum Beispiel viel mit reden, ist das Thema Datenqualität auch. Also wo kriege ich sie her, welche Emissionsfaktoren und welche Behörden kann ich dort nutzen, die sowas ausgeben, 1 Kilowattstunde Strom, so und so viele Emissionsfaktoren. Da gibt es Behörden, die sowas bereitstellen. Datenqualität aber auch, ich möchte das Ganze digital machen. Wie habe ich ein System? Sollen die das manuell angeben? Soll es über Integration reinkommen? Datenauswertung. Ich möchte nicht nur eine Excel-Tabelle haben, sondern ich möchte, dass international Menschen zusammenarbeiten an meinen Standorten. Die sollen das Ganze eintragen. Es soll in Echtzeit auf Dashboarden verfügbar sein, weil zum Beispiel, wenn jetzt die Energiekrise ist, ich kann jetzt nicht ein Jahr warten, bis mal die nächste Auswertung raus ist. Ich möchte es jetzt gleich sehen, wie ich stehe. Ich möchte die Daten vielleicht auch direkt in den Lagebericht integrieren und weil das digital ja ausgegeben werden soll, an zum Beispiel die EU-Behörden, an zum Beispiel deutsche Behörden, die es kontrollieren, an den Wirtschaftsprüfer, dass ich es direkt aus dem System ziehen kann. Und dann haben wir noch den Sonderfall eben hier Lieferkettengesetz. Ich möchte diese Daten auch nach außen und extern kommunizieren können und ich möchte aber auch zum Beispiel, dass extern in mein System kommunizieren kann. Also zum Beispiel eine externe Schnittstelle für Lieferanten, die wiederum ihre Daten dort reingeben und es in meinem System landet. Genau, das bringt mich jetzt quasi zum letzten Punkt, bevor wir das einmal live sehen, wie die NetZero Cloud das zum Beispiel lösen kann. Kurz dazu, es gibt natürlich, so fair muss man ja sein, es gibt ja nicht nur die NetZero Cloud. Das ist jetzt eine Lösung, die wir von Salesforce eben haben und implementieren. Es gibt gerade in diesen einzelnen Bereichen, die wir jetzt hier sehen, gibt es ganz viele Silo-Lösungen zum Beispiel. Es gibt auch andere, zum Beispiel Microsoft oder SAP haben jetzt auch eigene Cloud-Lösungen dazu gelauncht. Also da gibt es jetzt gerade einen riesen Markt und einen riesen Wettbewerb, der sich jetzt langsam aufbaut, weil eben diese Gesetzespflichten gerade das Ganze treiben. Also es hätte ja
also man kann sich jetzt ja fragen, seit 2019 gibt es da jetzt schon erste Lösungen, warum machen die noch nichts? Naja, die fangen jetzt an und wir vermuten, ohne dass wir jetzt eine Studie gemacht haben, es liegt schon an der Gesetzesgebung, dass jetzt gerade der Markt plötzlich richtig drückt und sich aufbaut. Genau. Aber jetzt mal zurück zur Praxis, also noch mal kurz zum Beispiel aufzuzeigen, wie ganz konkret, welche Anfragen bekommen wir. Wir sind jetzt auf den Automobilzulieferer im Bereich Manufacturing zugelaufen und haben mal gefragt, okay, pass auf, wir wissen irgendwie, du musst erfassen, offenlegen, aber was ist jetzt dein Painpoint? Was treibt dich konkret um? Und dann hat er gesagt, naja, ich muss vor allem einen Product Carbon Footprint ausgeben, weil ich bin Automobilzulieferer. Es gibt ganz viele OEMs, also sowas wie VW, BMW, Mercedes. Die sind ja schon berichtspflichtig und die sagen jetzt plötzlich, hey, ich muss meine Lieferkette auflegen. Du hast mir jetzt meine Emissionen zu berichten. Also ich möchte pro Produkt von dir wissen, welche Lieferanten, wie sozial ist das Ganze und welche Emissionen hast du dort. Und jetzt stehen die hier und denken sich so, ja blöd, ich habe ja noch nicht mal mit meinem eigenen Carbon Footprint angefangen. Ich muss also quasi gucken, dass ich irgendwie schaffe, Materialien und insgesamt, wie so ein Gesamtkostenschlüssel, meine Gesamtemission irgendwie auf ein Produkt runterzurechnen. Und was haben wir konkret gemacht? Wir haben jetzt vorgeschlagen, pass auf, du hast ein Produktdesign-Tool, wo am Ende ein CAD-Modell rauskommt. In diesem CAD-Modell wird am Ende direkt eine Stückliste ausgegeben. Das heißt also, ein Designer steht dort, macht die zum Beispiel einen Injektor oder eine Pumpe, designt die und am Ende kommt aus diesem Modell ja eine Materialliste raus. Die und die Materialien brauche ich dafür. Dann haben wir gesagt, das ist ja perfekt, weil du hast ja auch noch ein ERP-System, zum Beispiel SAP. Und in diesem System hast du ja drin, welcher Lieferant, also da löse ich zum Beispiel Bestellungen drüber aus, dann weiß ich ja schon, von welchem Lieferant habe ich wie viele Materialien, wie eingekauft. Wenn wir das jetzt matchen und in der NetZero Cloud zum Beispiel abbilden, also wir führen jetzt diese beiden Daten in der NetZero Cloud zusammen, die matcht das dann mit den Emissionsfaktoren, die wir schon haben und mit zum Beispiel Lieferanten aus den Surveys. Wir haben die jetzt abgefragt, hey, welches Ranking hast du? Da gibt es zum Beispiel EcoVadis, das ist eine Ranking-Plattform, die können wir integrieren. Da gibt es so ein Ranking von A ist ein guter Lieferant bis C ist schlecht. Und dann können wir dort eben sehen in Dashboards zum Beispiel, okay, so ein Material für eine Pumpe hat so und so viel Emissionsfaktor oder so und so viel Tonnen CO2-Äquivalente. Dafür brauchen wir von dem Produkt so und so viel, das wissen wir ja aus der Materialliste. Dann können wir das natürlich auf das Produkt umrechnen. Dann können wir natürlich das Produkt jetzt matchen, weil wir wissen, das Material jetzt wird von dem und dem Lieferanten jetzt geliefert. Das heißt also, am Ende können wir dann ausgeben, das Produkt hat so und so viele Emissionen, es wurde von 4 Lieferanten geliefert und die haben die Rankings A bis B. Also alles in Ordnung, alles cool, kannst du weiter produzieren und dann kann der OEM zum Beispiel wieder die Materialien nehmen und über sein Bestelltool sieht er ja, wie viel habe ich jetzt bestellt von den Materialien und dann wieder zum Beispiel auf ein Auto hochrechnen, das er dann ausgibt. Das war so im Manufacturing ein Case. Genau, jetzt kurze Pause, wir müssen uns gedanklich jetzt kurz aus dem Autobereich rausbewegen. Wir gehen jetzt reich in den Transport. Und zwar haben wir, wenn man sich jetzt vorstellt, größere Transport, also nicht nur klein DHL, sondern sowas wie DB Cargo, Kühn und Nagel oder VTG, also die richtig großen Logistikdienstleister, die ja den Container dann quasi durch die gesamte Welt eben transportieren. Die haben jetzt ja keine Produktion in dem Sinne, also manche produzieren die auch, aber ihr großes Produkt ist ja ein Transportweg, den sie ausgeben. Und bei denen war die Anforderung jetzt wiederum ein bisschen anders, weil die haben gesagt, okay, wenn ich einen Transport mache oder beauftrage, zum Beispiel bei Kühn und Nagel oder so, dann habe ich ja eigentlich von A, da weiß ich, okay, von A wird es abgeholt, da wird es produziert und es muss nach B am Ende ausgegeben werden. Es gibt dann oft in der Logistik solche genannte Incoterms, die dann eben beschreiben, welcher Transportweg wird genommen und wo wird umgeladen. Und es hat uns ein bisschen überrascht, aber tatsächlich ist es noch nicht Standard, dass dort Sensoren mitfahren. Das kommt gerade erst, es wird aufgebaut. Das heißt also, die meisten wissen eigentlich nur eins, es kommt von A nach B und dazwischen wird es mal umgeladen. Also ich habe von A bis A' ist Zug, von A' bis A' ist meinetwegen Straße und A' bis A' bin ich dann zum Beispiel auf dem Wasser unterwegs. Dann weiß ich aber nicht dazwischen, wie lang sind diese Strecken eigentlich und ist das jetzt, wo geht das Schienennetz eigentlich lang und wie sieht das eigentlich aus dazwischen, sondern ich kenne nur Umladepunkte. Das heißt also, wir hatten jetzt die Herausforderung, dass wir gesagt haben, naja gut, wenn die Informationsverfügbarkeit noch nicht so dicht ist, dann arbeiten wir jetzt damit, dass wir auf dieser Cloud zum Beispiel darstellen,
ein Energieverbrauch ist jetzt eine Transportstrecke. Wir haben Emissionsfaktoren, die uns das angeben für Straße, Wasser, Flug etc. Also für die einzelnen Transportmodi haben wir Emissionsfaktoren. Wir integrieren jetzt zum Beispiel GPS. Wir können Google Maps zum Beispiel integrieren. Das gibt uns jetzt erstmal eine gerade Strecke aus. Damit können wir uns jetzt schon mal annähern und das dann hochrechnen auf eine Transportstrecke. Und können dann das eben dann weiter zum Beispiel Richtung Lieferketten reporten. So, das ist jetzt so eine erste Lösung, die wir zum Beispiel haben. Es gibt jetzt sogar so Silo-Lösungen. Also es gibt Eco-Transit heißt das dann, ist mit dem Fraunhofer-Institut. Das ist zum Beispiel eine Lösung, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, wirklich jedes Schienennetz in Europa abzumessen. Also da kriegt man sogar noch genauer die Daten dafür raus. Und wir haben jetzt aber gesagt, wir arbeiten jetzt erstmal mit einer Maps-Integration für den Anfang, um eben auch das hier abbilden zu können, das Ganze. Genau, jetzt kommen wir in den letzten Praxisbereich und da wird es dann gleich auch noch eine Demo geben von der Ophelia, die uns das heute mitgegeben hat. Das ist nämlich auch ein spannender Fall, der jetzt gerade neu tatsächlich für uns zugekommen ist, also Logistikbranche und hier Manufacturing, das leuchtet irgendwie ein, dass die jetzt die Ersten sind, die da große Probleme haben. Jetzt kommt der Public Sector noch dazu, also so wie wir heute jetzt in der Uni stehen, Stadtwerke, aber eben auch Behörden. Und jeder, der das kennt, schon mal in der Behörde war, die Kommunikation ist ja intern manchmal ein bisschen schwierig. Also ich gebe unten einen Antrag an und dann dauert das ewig und dann geht da zwischendrin auch noch verloren. Also ein großes Problem tatsächlich ist hier das Thema Kommunikation und Kollaboration, weil so eine Behörde oben drüber als Großes muss dann irgendwie zum Beispiel Missionen ausgeben und das sollte es auch tun, weil wenn wir davon reden, eine Gesetzeslage in den Markt zu bringen und Leute zu verpflichten, zu erfassen, da muss ich ja, jemand, der aus der Regierung kommt, Vorreiter sein für das Ganze, weil sonst wird das ja auch ein bisschen unglaubwürdig. Also auch die müssen ja Emissionen ausgeben und Vorreiter sein. Bei denen funktioniert es aber so, dass eigentlich die Subdepartments mit hier Emissionen erfassen müssen und in das System reporten müssen. Also wir müssen hier irgendwie eine Kommunikationskette sicherstellen, dass unten die kleineren Departments, also unteren die kleineren Abteilungen, dass die quasi alles erfassen können für sich, dass hochaggregiert wird und man oben ein Gesamtbild zum Beispiel für Emissionen oder soziale Nachhaltigkeit bekommt. Und dann gibt es hier eben noch diesen spannenden Fall, dass wir eben auch extern kommunizieren müssen natürlich, weil das ist ja gerade etwas, was besonders die Öffentlichkeit angeht. Also muss ich hier auch nach außen eben das Bild, was ich intern habe, kommunizieren können. Und genau da wollen wir jetzt einfach mal in die Demo reinspringen. Und dann gucken wir uns mal eben kurz an, wie sowas live im System aussehen kann. Die NetZero Cloud unterstützt aktiv bei der Umsetzung ihrer Klimastrategie durch umfassende und gleichzeitig einfache Berichterstattungen, umsetzbaren Erkenntnissen und einer agilen, skalierbaren Plattform. Heute werden wir mit unseren Personas Susanne und Stefan sehen, wie eine Behörde mit der Unterstützung ihrer angeschlossenen Behörde ihren Klimaplan umsetzt. Susanne ist Teil des Nachhaltigkeitsressorts einer Behörde und hat das Ziel, mit dieser inklusive deren angeschlossenen Behörden bis 2030 klimaneutral zu sein. Bei dem Erreichen dieses ambitionierten Zieles braucht sie zwingend die Unterstützung von Stefan, da sie für die gesamtheitliche Klimabilanzierung auf die Daten seines Ressorts angewiesen ist. Stefan ist der Klimabeauftragte einer dieser angeschlossenen Behörden. Heute werden wir sehen, wie Susanne ihre CO2-Bilanzierung schnell und mit zuverlässigen Daten umsetzt und wie Stefan aktiv bei der Nachhaltigkeitsstrategie der Behörde involviert ist. Susanne beginnt ihren Arbeitstag, indem sie sich in ihrer NetZero Cloud Instanz einloggt und sich einen ersten Überblick zu den aktuellen CO2-Emissionszahlen verschafft. Die NetZero Cloud ist auf der Salesforce-Plattform aufgebaut, was bedeutet, dass Susanne bei der Konfiguration des Systems die gesamte Power der Salesforce-Lösung nutzen kann, wie zum Beispiel automatisierte Workflows, Genehmigungsprozesse, die Verwaltung von Aufgaben oder die Steuerung von Datenzugriffe durch Rechte- und Rollenkonzepte. In ihrer Datenanalyse sind alle Emissionsdaten zusammengefasst und visuell aufbereitet. Die Dynamik des Dashboards ermöglicht es Susanne, mit nur einem Klick Daten auf bestimmte Kriterien zu filtern. Ihre Ergebnisse werden ihr in den einzelnen Teilanalysen übergreifend angezeigt. Dies spart Susanne sehr viel Zeit, wenn sie ad hoc Informationen über den aktuellen Entwicklungsstand der Emissionsdaten geben soll. Nun muss sie nicht mehr unterschiedliche Excel-Dateien zusammensuchen, sondern hat alle zentralen KPIs auf einen Blick.
Als nächstes möchte Susanne sich einen Überblick über den Prozess ihrer CO2-Bilanzierung verschaffen. Hierfür navigiert sie über die Dropdown-Liste zu dem sogenannten Carbon View. Auf dem Carbon View sieht sie unterschiedliche Karten, die aufgeteilt in die einzelnen Auditierungsschritte sind. Diese sind die sogenannten Carbon Footprints und können als Mutterdatensatz verstanden werden, da sie alle relevanten Energie- und Emissionsaufwände für ein Fiskaljahr zusammenfassen. Die Daten sind bereits in dem richtigen Format aufbereitet, um externen Auditprozessen und Regulierungen standzuhalten. Damit kann Susanne schneller ihre jährliche Kohlenstoffbilanzierung umsetzen. Der Carbon View schafft Transparenz in den komplexen Prozess der Emissionsdatenerfassung und Validierung. Susanne sieht direkt, welche Arbeitsschritte noch zu erledigen sind, um ihre Bilanzierung abzuschließen. Die Gesamtemissionswerte werden ihr stets zusammengefasst angezeigt. Somit kann sie sofort erkennen, wie hoch der Anteil der Emissionen ihrer Behörde ist, der sich in den unterschiedlichen Auditierungsetappen befindet. Nun möchte Susanne sich näher den Datensatz zu den Energieaufwänden des Büros im vergangenen Fiskaljahr ansehen. Hierfür gelangt sie durch einen einfachen Klick in die Detailansicht und sieht direkt alle aggregierten Emissionsdaten aufgebrochen in den unterschiedlichen Scopes. Außerdem wird ihr die Anzahl der einzelnen Energieaufwände, wie beispielsweise der monatliche Stromverbrauch, unter dem Reiter Verwandt direkt aufgelistet. Wir können sehen, dass die Net Zero Cloud Susanne durch automatisierte Kalkulationen dabei unterstützt, den Gesamtverbrauch zu sehen. Sie muss diese nicht mehr in unübersichtlichen Excel-Dateien mit selbst erstellten Formelfeldern zusammenfassen, sondern erhält eine aussagekräftige Übersicht zu ihren Emissionsdaten mit nur einem Klick auf einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Die größte Herausforderung kommt für Susanne jedoch erst jetzt. Wie kann sie schnell an all diese Daten kommen und gleichzeitig sicherstellen, dass die Datenqualität ihren Ansprüchen genügen? Hierfür gibt es ein paar Möglichkeiten. Der effizienteste Weg ist, die Net Zero Cloud mit Drittsystemen zu integrieren. Die Salesforce-Plattform bringt offene Schnittstellen mit, um dies umzusetzen. Ein Beispiel hierfür wäre eine Integration mit Ihrem Geschäftsreisesystem, um die Daten automatisiert in die Net Zero Cloud einzuspeisen. Sofern dies nicht möglich ist, hat Susanne immer die Option, durch das Hochladen einer CSV-Datei die Datensätze zu erstellen. Alternativ kann sie auch über ein Portal relevante Emissionsdaten direkt von ihren Mitarbeitern erhalten. Susannes Behörde ist zu einem sehr großen Teil auf genau diese Werte angewiesen. Deshalb teilt Stefan regelmäßig mit Susanne bestimmte Emissionsdaten, die essentiell für das Bestimmen des Scopes 3 sind. Lassen Sie uns nun ansehen, wie Stefan mit dem External Engagement-Funktionalität der Net Zero Cloud ganz einfach Susanne bei der Nachhaltigkeitsstrategie ihre Behörde unterstützen kann. Stefan loggt sich in das Mitarbeiterportal ein. Dieses ist aus reinen Drag-and-Drop-Komponenten zusammengestellt und kann mit nur Klicks, ganz ohne Code, jederzeit beliebig angepasst werden, um den Branding-Ansprüchen der Behörde zu genügen. Stefan möchte heute tagesaktuelle Emissionswerte zu dem Kantinenkonsum seiner Behörde teilen. Hierfür navigiert er zu dem Knopf Daten teilen. Er wird durch eine geführte Eingabemaske geleitet. Hierbei stellt er den Konsum seiner Behörde sowie den Reporting-Zeitrahmen in einer bereits formatierten Weise an Susanne bereit. Somit werden fehlerhafte Einträge verhindert und er kann sich sicher sein, dass sein Beitrag zum Erreichen der Klimaziele einen nachhaltigen Effekt hat. Von Teilanalysen zusammengeführt in einem aussagekräftigen Dashboard erhält Stefan jederzeit Einblick in die tagesaktuelle Performance seiner Behörde. Mit nur einem Klick kann er sofort die Analyse aufbauen und auf die Detailansicht der einzelnen Datensätze zugreifen. Die Net Zero Cloud unterstützt ihn dabei, optimal vom Großen ins Kleine seiner Nachhaltigkeitsbeiträge zu blicken. Wie wir sehen können, kann Stefan mit dem External Engagement Portal der Net Zero Cloud aktiv die Klimastrategie seiner Behörde mitgestalten. Zudem kann er optimal die Emissionsdaten seiner eigenen Abteilung verwalten. Susanne hat sich bei der Erstellung der CO2-Bilanzierung dank der Net Zero Cloud sehr viel Zeit gespart. Sie erhielt durch die dynamischen Dashboards mit nur einem Klick Zugriff auf aussagekräftige Datenvisualisierungen, die sie mit den relevanten Stakeholdern teilen kann. Dank des Carbon Views hat sie die Nachvollziehbarkeit ihrer Emissionsdaten erhöht.
Stefan war es möglich, durch das External Engagement Portal Susanne tatkräftig bei dem Erreichen der Klimaziele mit exakten und zuverlässigen Daten zu unterstützen, sowie die Entwicklung seiner eigenen Daten stets im Überblick zu behalten. Genau. So, das war jetzt mal ein ganz kurzer Einblick in eine Demo, die wir dann zum Beispiel den Kunden zur Verfügung stellen, die mal so ein bisschen gezeigt hat auf kurze Weise, wie kann das dann aussehen. Es sitzt natürlich ein bisschen der Werbeblock mit drin. Also wie gesagt, fairerweise auf dem Wettbewerb gibt es noch ganz viele andere Lösungen dafür. Aber einfach mal, um so einen praktischen Blick zu bekommen, wenn ich hier vorne stehe und immer darüber rede, wie geht das jetzt, wie sieht das aus? Genau so kann das dann bei den Unternehmen zum Beispiel mit aussehen. Genau, ich habe noch eine letzte Folie, die es kurz zusammengefasst hat hier. Sonst können wir gleich auch in die Diskussion starten und in die Fragen. Genau, die ist ja dann auch zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich werde jetzt nicht auf alles nochmal eingehen. Wir haben es ja eben gerade gesehen. Aber was ist so der Vorteil, wenn ich insgesamt so eine Plattformlösung einsetze? Sei es jetzt eine SEO Cloud, sei es eine andere. Im Speziellen eben auf unsere Cloud hier abgeschnitten. Also insgesamt, ich kann auf so einen digitalen Tools halt eben transparent meine Daten abdecken. Ich kann Echtzeit eben Risikomanagement betreiben. Ich kann eben sehen, was ist gerade bei mir los. Das heißt also, ich kann unten, wenn ich die Daten habe, so ein Layout aufbauen und kann halt sehen, okay, in den Dashboards, hier muss ich handeln, hier stehe ich gerade, das sind meine Emissionstreiber. Und erst wenn ich das habe, dann kann ich ja quasi auch so eine Klimastrategie machen und dann eben auch direkt berichten und sagen, okay, CSRD habe ich jetzt erfüllt, hier bin ich. Bis 2030 werde ich klimaneutral. Das kann ich machen, indem ich das und das tue. Das sehe ich ja jetzt. Und dann hat man eben auch diese Datenbasis Carbon Accounting geschaffen. Und jetzt wird sich in Zukunft die NetZero Cloud zum Beispiel auch mehr in Richtung auch ESG, also soziale Nachhaltigkeit, noch mehr abbilden, entwickeln. Es wird dann auch darum gehen, Wasser- und Abfallmanagement auf abzubilden. Abfall gibt es jetzt auch schon. Also das ist jetzt auch quasi etwas, was insgesamt auch im Markt passiert, was wir auch mit anderen Lösungen sehen, auch viele spezifische Lösungen, dass man eben genau diesen Rundumblick eben in alle wirklich Detailtiefen bekommt. Aber am Ende geht es wirklich darum, nutzt die Daten, die schon da sind, nutzt die Digitalisierung, damit wir Nachhaltigkeit vorantreiben können und den ersten Schritt wagen, weil, und damit schließe ich dann jetzt auch quasi meinen Part, die NetZero Cloud gibt einen keine Science-Based Targets vor, das machen aber auch andere Lösungen nicht, sondern es geht darum, dass wir hier gerade im Moment im Markt an einem Punkt sind, wo wir überhaupt die Möglichkeit schaffen, dass Unternehmen agieren und eigentlich proaktiv agieren können, also nicht mehr reaktionär, sondern wirklich einen ersten Schritt gehen können und wissen, wo sie stehen, damit sie eben Maßnahmen ergreifen können. Genau. Vielen Dank an der Stelle. Ich lege jetzt nochmal ganz kurz meine Kontaktdaten auf. Das heißt also, der QR-Code ist zu meinem LinkedIn-Profil. Wenn ihr euch gerne connecten möchtet, noch irgendwie einen Einblick haben wollt, weitere Fragen habt, auch im Nachgang gerne noch eben hierüber. Und ansonsten, genau, würde ich sagen, wir können gerne zusammen diskutieren. Ihr könnt gerne Fragen stellen. Genau. Ja, ich komme einfach mal hier rum. Genau, einmal mit Mikro, weil das ja alles aufgezeichnet wird. Da habt ihr das schon im Prinzip so erste, so Erfolgserlebnisse so beim Kunden gesehen, wo, sag ich mal so, man sieht ja die Sachen vorher nicht, man visualisiert ja Sachen, die man vorher, wo man vorher eigentlich blind war, wo dann so gewisse Aha-Erlebnisse aufgetaucht sind? Also wir hatten auf jeden Fall ein Aha-Ergebnis bei dem Thema, oha, das kann ja ganz schön schnell und einfach gehen, tatsächlich. Also wir hatten den Fall, wo man sagt, die hatten vorher schon Excel-Tabellen, das heißt, die haben jetzt erstmal Scope 1 und 2 zum Beispiel auf die Plattform gebracht, das heißt, die wussten ja quasi schon, was rauskommt, sondern haben jetzt erstmal damit angefangen zu sagen, wir machen es jetzt überhaupt erstmal digitaler, damit wir zu Scope 3 kommen. Da war das Aha-Ergebnis eigentlich, ich brauche gar nicht mehr so viele Menschen, sondern ich brauche eigentlich nur noch einen, der es eingibt. Wir hatten jetzt aber auch einen anderen, oder bei uns den Aha-Fall persönlich, dass wir gesagt haben bei Eigenherd, wir wussten, dass Flüge klimaschädlich sind, aber dass ein Flug nach Amerika tatsächlich die gesamte Klimabilanz mal eben verdoppelt, das ist einem dann zum Beispiel nicht klar. Ansonsten
sie vermuten eigentlich schon an der richtigen Stelle, die Unternehmen, die also wissen eigentlich auch, wo ihre größten Emissionstreiber sind, auch in der Produktion. Sie geben es dann manchmal nicht so transparent aus, beziehungsweise handeln dann vielleicht aber doch an anderen Stellen, weil es einfacher ist, ein Catering umzustellen, blöd gesagt, als zum Beispiel eine ganze Produktion umzustellen. Genau. So, jetzt? Ah, perfekt. Ich habe tatsächlich eine Frage zur technischen Umsetzung. Kurze Kontexterklärung. Ich bin im Planungsbereich für Anlagentechnik in einem Großkonzern Automobil zuständig. Und wir haben ein bisschen, oder sind gerade auch auf den Trichter gekommen, wir müssen halt tracken. Und welche technische Voraussetzungen müsste ich quasi in meinem Planungsprozess schaffen, damit die Daten, die an unseren Anlagen akquiriert werden, in so ein Erfassungssystem reinkommen? Ist tatsächlich ein großes Fragezeichen an vielen Stellen. Wir wissen, okay, wir müssten halt die Schnittstelle aufbauen bis da und da, aber wie müssten wir unsere Daten vorbereiten, damit wir an die Kommunikation ran von euren anderen Schnittstellen die Daten adäquat aufbereiten können? Also das ist... Die Lösung, die ihr quasi anbietet, ist ja ein bisschen weiter weg von dem realen Produktionsprozess, den wir momentan bedienen. Und schlichtweg die Frage, wie bereiten wir uns darauf vor, welche APIs müssen wir aufsetzen, damit ihr quasi darauf zugreifen könnt und welche Produkte müsste ich unterhalb von der Net Zero Cloud quasi noch mit einbinden, um so ein nachhaltiges Tracking zu etablieren. Genau. Wenn wir, das ist das Spannende, wenn wir mit Unternehmen in die Diskussion gehen, wie geht das Ganze? Also wir können grundsätzlich alle APIs anbinden. Ich glaube, wir sind sehr offen. Schwierig wird es, wenn es keine Middleware gibt. Also wenn wir Integrationen fahren, gerade in andere Systeme, wir brauchen natürlich, müssen wir wissen, okay, wir brauchen eigentlich Energieverbräuche, wir brauchen zum Beispiel Materialien. Die Daten sind aber eigentlich grundsätzlich, also wir hatten noch nie den Fall, wo die Daten nicht so vorhanden waren, dass wir gesagt haben, ihr müsst ganz anders erfassen. Die Schwierigkeit war eigentlich immer, so Unternehmen arbeiten gerade noch sehr viel mit Silo-Lösungen und es gibt eine große Diskussion um den Begriff Industrie 4.0. Industrie 4.0 wurde sehr viel von großen Konzernen geprägt, die gesagt haben, der Begriff beinhaltet, dass wir alle Systeme irgendwie haben und dann müssen wir die irgendwie miteinander verbinden. Es bedeutet aber eigentlich, wir müssen weg von diesen Silo-Lösungen, sondern wir müssen hin zu einer Integration und zu intelligenten Daten und nicht Data Lakes aufbauen. Das heißt also, der erste Schritt ist tatsächlich, eine Middleware, wenn man sie schon hat. Ansonsten muss man sie einführen. Das braucht man aber auch für alle Systeme. Ich sehe gerade, die Zeit ist vorbei. Genau, ich mache ganz schnell. Man hat eine Middleware, darüber fallen die Daten an und die Middleware synchronisiert dann tatsächlich direkt in die Cloud rein und das ist wie so eine Spinne im Spinnennetz quasi und darüber laufen dann die Daten, werden verteilt. Und das ist quasi, wenn man Integration fahren will, das braucht man dann aber auf jeden Fall. Das ist aber der Bereich Digitalisierung, der damit reinspielt. Genau, nee, wir sind tatsächlich, glaube ich, durch. Aber sonst gerne im Nachgang, wie gesagt, ich bin ja noch ein bisschen hier, aber jetzt kommt gleich noch ein anderer spannender Vortrag und ich will die Zeit gar nicht klauen. Dankeschön.